Hallo liebe Hobbypiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Meinungsvideo. Es ist passiert wirklich. Manchmal denke ich mir, raus aus meinem Kopf, mein Leben ist keine Truman Show und dann passiert sowas. Okay, also zu Weihnachten hat mir mein geschätzter Kollege und einer meiner besten Freunde da draußen, Kuss geht raus an Sebastian, The Last Ronin, geschenkt. Sogar mit Widmung, wie süß ist das bitte. Es war ein Turtles Comic, der vor kurzem rausgekommen ist, erneut von Kevin Eastman sogar geschrieben. Und ich war ja einer von denen, die den letzten Turtles-Film wirklich nicht gut fanden. Und ich hatte eine Grippe im Winter und habe das ganze Ding irgendwie in 3 Tagen durchgesuchtet. Und jetzt wird die Nummer adaptiert als Film. Ich habe Meinungen, über die rede ich jetzt. Und jetzt sage ich, ja, hier kannst du spoilern kommen, was Teenage Mutant Ninja Turtles angeht. Ich bin mir noch nicht sicher, wie spoilerlastig ich über tatsächlich The Last Ronin spreche. Aber wenn ich über die eine große Sache spreche und weil ich ihn gelesen habe, wisst ihr, was ich meine? Dann werde ich extra nochmal Spoiler schreien. Das heißt, bis dato, milde Spoilerwarnung, große Spoilerwarnung, eventuell später. Aber ja, alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Und damit wurden alle Disclaimer disclaimed. Legen wir los. Okay, ihr wisst es vielleicht, spätestens seit letztem Jahr, ich bin gigantischer Fan der Teenage Mutant Ninja Turtles. Mein Kinderzimmer war eigentlich Turtleland, ich kann es nicht anders sagen. Überall Actionfiguren, überall Poster. Ich bin groß geworden mit Donatello, Michelangelo, Raphael und Leonardo. Das sind meine Helden. Ich meine, sie sind Ninjas und essen Pizza. Ich könnte jetzt eigentlich schon reinhauen und sagen, warum... Es gibt die mir recht, sind die nicht auch geil? Aber ja, auf der Kinoleinwand ist es so ein bisschen sehr Hit und Miss mit den Ninja Turtles. Wir hatten damals den Film von 1990 und das wissen gar nicht so viele. Es war ein Independent-Film. Wenig Leute hatten Hoffnung in einen Turtles-Film. Ich so, wow, da merkt man manchmal, wie krass out of touch Filmstudios sind mit Zuschauern. Am I so out of touch? No. It's the children who are wrong. Weil das Ding hatte eine eingebaute Fanbase und war natürlich mega erfolgreich. Kam Sequel, Secret of the Ooze, kam 3. Teil, der scheiße war. Erst recht, weil Jim Hansons Kostüme nicht mehr am Start waren, weil diese Kostüme sehen bis heute unfassbar geil aus. Und ja, da hatten wir diese Michael Bay-Filme, diese CGI-Monstrositäten. Ich werde nie aufhören, diese Turtles nicht zu vergleichen mit dem Cave Troll von Herr der Ringe. Ja, er sieht so ein bisschen aus, als hätte der sich an einer Schildkröte vergriffen und das wäre dabei rausgekommen. Aber ich habe ein Herz für den 2. Ja, so doof der auch ist, aber Rocksteady und Bebop, ich weiß, Fanservice. Aber es war halt dummer Spaß, das will ich sagen. Und jetzt hatten wir letztes Jahr erneut einen Versuch, die Turtles auf die Kinoleinwand zu bringen. Diesmal von Seth Rogen. Und es war eine reine Comedy, eine Lowbrow-Comedy, die mir persönlich nicht gefallen hat. Ich weiß, voll viele lieben die da draußen. Ich habe sogar ein Video gemacht. André saß in der Regie, hat sogar danach gesagt, ja, Yves, ich verstehe dich, wenn man damit so aufgewachsen ist. Weil den Animationsstil fand ich super. Es hatte was von Across the Spider-Verse und Into the Spider-Verse, aber... Nee, das waren nicht meine Turtles. Das waren einfach nur ein paar Teenies, die grün sind und kämpfen, weil sie es bei YouTube gelernt hat. Ich so, oh, das sind Gen Zs. Ugh. Und Splinter ist kein Sensei. Ich hatte so viele Probleme mit dem Film. Aber dafür guckt euch das Video an. Und umso lustiger ist es, dass eben in diesem Jahr Sebastian mir The Last Ronin geschenkt hat. Und The Last Ronin ist eine Geschichte, die für die Turtles das gemacht hat, was Old Man Logan für die X-Men gemacht hat, was The Dark Knight Returns für Batman gemacht hat. Und das haben wir jetzt. Das ist tatsächlich, ja, der Schwangesang auf die Turtles. Wir haben nur noch einen da draußen. Alle anderen sind gestorben. 3 der Brüder sind tot, Splinter ist tot. Und dieser eine Turtle, der wird jetzt aktiv im dystopischen New York City, das angeführt wird vom Enkelsohn von Shredder / Sohn von Karai. Und das Spannende ist, und das ist halt dieser eine Spoiler, den ich nicht raushauen will, wer ist dieser Turtle? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wer von denen noch übrig ist, weil er trägt all deren Waffen. Er trägt die Waffen von Leonardo, Donatello, Michelangelo und Raphael. Das heißt, er könnte jeder von denen sein. Und ich fand es auch ganz geil, wie sie im Comic den Reveal tatsächlich schaffen. Weil ich dachte, okay, ich bin mir ziemlich sicher zu meinen, wer du bist. Und ich lag falsch. Ich lag komplett falsch. Und ich, wow,
Und je länger ich drüber nachdenke, finde ich die Wahl auf den Turtle, zu dem sie sich entschieden haben, unfassbar geil. Jedenfalls haben wir hier den letzten einsamen Krieger, der geplagt ist von der Vergangenheit, die immer wieder via Flashback gezeigt wird, wie er seine Brüder verloren hat, wie er den Kampf verloren hat gegen diesen rivalisierenden Clan, von dem jetzt nur noch der Enkelsohn übrig ist, der das Erbe des Shredders antreten möchte. Und wir haben im Grunde genommen einen Mix aus Batman Beyond, The Dark Knight Returns und Old Man Logan. Das mit ganz viel Turtle-Lore, mit krass vielen Verweisen, aber ohne einfach nur drauf zu zeigen. Und es ist für mich auch der perfekte, bittersüße Abschluss der Teenage Mutant Ninja Turtles. Und es endet überraschend erwachsen, überraschend grafisch. Und es ist genau das, was ich mehr sehen will. Weil ich mag meine Turtles mehr badass. Sorry, sie heißen Teenage Mutant Ninja Turtles. Und von diesem Ninja-Aspekt hatten wir nicht gerade viel im letzten Film. Was mich jetzt stutzig macht, ist, es wird eine Live-Action-Adaption. Ich finde, dass man daraus einen richtig coolen Trickfilm machen könnte, den richtig geil animieren. Aber nein, die haben gesagt, das wird Live-Action. Deswegen ist direkt die Frage, die sich mir im Kopf stellt, ist das, sind die Turtles auch Live-Action? Ist der eine Turtle der Ronin, der mittlerweile so beliebt ist, dass er seine eigenen Action-Figuren kriegt? Ist der auch Live-Action? Ist das ein cooles Kostüm wie damals oder ist er CG? Weil dann muss man sich echt Mühe geben. Dann will ich wirklich die CGI-Effekte wie bei den neuen Planet der Affen-Filmen. So komplett mit Mocap-Suit, weil es ist ein richtiger Charakter. Das darf nicht so aussehen wie diese Michael Bay-Filme. Das darf einfach nicht passieren. Der Vibe ist ein Mix aus Blade Runner und Batman Beyond. Also ja, ja und nochmals ja. Und gleichzeitig ist diese alte Blutfehde zwischen den zwei Clan so krass im Vordergrund, wie wir sie ewig nicht mehr gespielt haben. Das letzte Mal war im allerersten Teenage Mutant Ninja Turtles Film, als es um Rokusaki ging und Meister Yoshi und so weiter und so fort. Das hatten wir alles so lange nicht mehr. Und ich finde, die Turtles verdienen auch mal die Chance, einen R-rated Film zu kriegen. Und ich finde es cool, dass Studios aufwachen und diese Risiken eingehen. Ich meine, mit Logan haben sie sich das damals getraut und mit Deadpool. Das waren zwei so erfolgreiche Filme und hatten nicht mal so ein krasses Budget, dass seitdem die Tür aufsteht für mehr Experimente. Sowas wie James Gunn's The Suicide Squad oder auch Joker von Todd Phillips und Joaquin Phoenix, der tatsächlich zum erfolgreichsten R-Rated-Film wurde. Das heißt, für alle, die diesen Mainstream-Comics-Kram nicht mehr so viel abgewinnen können, weil sie das einfach schon zu häufig gesehen haben und gleichzeitig noch ein Herz für die Turtles haben, die noch irgendwo da draußen sind und schon lange nicht mehr das gekriegt haben, den Respekt gekriegt haben, den sie verdienen. Ja, ich glaube, für euch ist der Tag gekommen, sich zu freuen, weil The Last Ronin ist eine Wucht. Meine letzte Frage wird es wahrscheinlich sein, nehmen sie den gleichen Turtle wie in der Vorlage, weil wer die Vorlage kennt, weiß, was passiert. Und es ist ja auch immer so, ja, es ist immer ganz clever, so ein bisschen mit Erwartungen zu spielen, ohne das zu bescheuert zu machen. Mein bestes Beispiel ist immer The Walking Dead. Der Plot ist ähnlich, also der Plot ist fast 1:1 das gleiche, aber sie geben zum Beispiel Charaktertode oder Charakterentscheidungen anderen Figuren als in der Vorlage, sodass man ein bisschen den Überraschungseffekt noch spürt. Deswegen, hier bin ich wahnsinnig gespannt, aber das ist ein Turtles-Fan-Fest. Das heißt, wenn dieser Film kommt, oh, bin ich heiß drauf. Und jetzt frage ich euch, wie steht ihr zu Teenage Mutant Ninja Turtles und erst recht zu The Last Ronin? Habt ihr es gelesen wie ich oder sagt ihr, Yves, ist mir scheißegal, ich lese keine Comics? Dann sage ich, ja, okay, dann nicht. Und schreibe mich nie an. So, schreibt mir alles in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.